Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Gebhardt, liebe Frau Friedel, was Sie hier machen, Sie spielen mit den Ängsten der Bevölkerung, Sie malen Horrorszenarien, die Stephen King sich besser nicht ausdenken könnte. Meine Damen und Herren, das ist völlig unverantwortlich, was Sie hier tun. Es ist unverantwortlich und substanzlos. Und Herr Gebhardt, Ihnen würde ich wünschen, dass Sie mal in die Rolle kämen, die Ihre Parteigenossen in Brandenburg machen müssen, die Sie in Berlin gemacht haben. Dann sehen Sie nämlich mal, dass Ihr projektiertes Schlaraffenland auch bezahlt werden muss. Das muss auch bezahlt werden. Die Frage müssen Sie sich auch mal stellen. Dazu sind Sie nicht in der Lage. Dem Freistaat bleibt es hoffentlich weiterhin erspart, dass die Linksfraktion hier Verantwortung trägt. Denn die Realität hier sieht nicht so schön aus, wie Sie sich das vorstellen. Der Freistaat muss im Doppelhaushalt 2011-2012 aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise, aufgrund des Rückgangs der Solidarpaktmittel und aufgrund des Bevölkerungsrückgangs mit Mindereinnahmen von weit mehr über 1 Milliarde Euro rechnen. Bis 2020 fällt im Vergleich zu 2010 real jeder 4. Euro weg. Das alle wissen Sie. Was Sie aber nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist, dass wir deshalb sparen müssen. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Es sei denn, wir machen es wie Thüringen und nehmen zulasten unserer Kinder und Enkel Schulden auf. Aber das, meine Damen und Herren, ist nicht die Politik der sächsischen FDP und es ist auch nicht die Politik der schwarz-gelben Koalition. Trotz dieser Situation ist es der Staatsregierung gelungen, Herr Lichti, Sie haben nachher noch Redezeit. Vielleicht kommen Sie dann auch mal hierher. Trotz dieser schwierigen Situation ist es der Staatsregierung gelungen, im Haushaltsplanentwurf 2011-2012 auch für die sächsische Polizei eine Vielzahl von positiven Veränderungen zu bewirken. Damit die sächsische Polizei im Jahr 2010 auf der Höhe ihrer Aufgaben ist und in den Jahren danach auch bleiben wird. CDU und FDP hatten bereits im Koalitionsvertrag die Verjüngung der Polizei vereinbart. CDU und FDP hatten bereits im Koalitionsvertrag die Verjüngung der Polizei vereinbart. Und im Gegensatz zu Ihnen machen wir auch das, was im Koalitionsvertrag steht. Das Durchschnittsalter im Polizeivollzugsdienst ist laut der Antwort der Staatsregierung auf die Große Anfrage. Das Durchschnittsalter im Polizeivollzugsdienst ist laut der Antwort der Staatsregierung auf die Große Anfrage innerhalb von 10 Jahren von 38,9 im Jahr 2000 auf 43,2 im Jahr 2010 gestiegen. Mit dem Haushaltsplanentwurf verankerten Neueinstellungen, das ist das, was im Koalitionsvertrag sich wiedergefunden hat, von jährlich 300 jungen Polizeibeamten wird es jedoch gelingen, diesen Trend abzuschwächen. Ihnen ist es nicht gelungen, uns wird es das gelingen. Für Investitionen in der Polizei wurden in der Vergangenheit und werden in Zukunft in erheblichem Umfang Mittel zur Ordnung. Herr Lichti. Herr Karabinski, es geht jetzt die Begehr nach einer Zwischenfrage von Frau Friedel. Möchten nein, Sie die Zwischenfrage nein, zulassen? Nein, möchte ich nicht. Nein. Sie hat schon lange genug gesprochen. Für Investitionen in der Polizei wurden in der Vergangenheit und werden in Zukunft in erheblichem Umfang Mittel zur Verfügung gestellt. Der Fuhrpark wird 2011 mit 4 Millionen Euro und 2012 mit 5,75 Millionen Euro modernisiert, was angesichts des Alters mancher Polizeiwagen natürlich auch dringend notwendig ist. Der Freistaat hat in den vergangenen 5 Jahren gerade in diesem Bereich aber auch schon viel getan. Allein über 1.000 neue Dienstfahrzeuge wurden angeschafft. Ein weiterer Punkt in der Großen Anfrage sind Personalstrukturen und Personalentwicklung. Hier möchte ich dem Innenminister zunächst danken, dass es gelungen ist, den in der Vergangenheit beschlossenen Stellenabbau bis 2019 zu strecken. Dieser Stellenabbau ist bei einem Blick an die anderen Bundesländer, wir haben es schon kurz diskutiert, dennoch gerechtfertigt. In Sachsen kommen auf 350 Einwohner ein Polizeibeamter, damit nehmen wir im Länderranking Platz 7 ein. Mehr Polizeivollzugsbeamte haben nur noch die Stadtstaaten und noch die anderen ostdeutschen Bundesländer. Der Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer kommt auf ein Verhältnis von mehr als 400 Einwohner pro Polizeibeamten. Das ist eine wichtige Kenngröße, über die man auch reden muss, die man in so einer Anfrage eigentlich hätte mit abfragen müssen. Sie haben das aber bestimmt aus taktischen Gründen nicht getan. Natürlich dürfen wir bei diesen Betrachtungen nicht die besondere Situation außer Acht lassen, auch das ist ja schon geschehen. Die mit einem großen Wohlstandsgefälle verbundene Außengrenze zu Tschechien und Polen, die zahlreichen Risikofußballspiele und der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Aber auch andere Probleme haben besondere Situationen vorzuweisen, von denen Sachsen größtenteils verschont bleibt. So haben wir weder den hohen Ausländeranteil und damit verbundene Integrationsprobleme, noch kennen wir das Ausmaß der Drogenkriminalität, wie es westdeutsche Großstädte wie Frankfurt am Main oder Köln haben.
Das muss man auch mit berücksichtigen. Man kann immer nicht nur von Außengrenzen sprechen, sondern man muss auch gucken, dass andere Bundesländer andere Probleme haben, von denen wir zum Glück verschont geblieben sind. Das sächsische Innenministerium wird außerdem mit dem Projekt Polizei Sachsen 2020 eine Aufgaben- und Organisationskritik durchführen. Ziel ist die Konzentration der Polizei auf ihre Kernaufgaben. Meine Fraktion ist der Überzeugung, dass es Aufgaben gibt, die im Gegensatz zur Gewährleistung der inneren Sicherheit, dem Schutz vor Gefahren und der Verfolgung von Straftaten nicht Teil der Kernaufgaben der Polizei sind. Für mich ist deshalb mit dem Stellenabbau auch zwingend ein Aufgabenabbau verbunden. Und nicht all das, was die Polizei heute erledigt, wird 2020 noch polizeiliche Aufgabe sein. Abschließend möchte ich den sächsischen Polizeibeamten meinen ausdrücklichen Dank und Respekt entgegenbringen. Trotz der nicht immer einfachen Situation im Dienst... Es gibt die Begehr nach einer Zwischenfrage, nein, Herr Lichti. Nein, der Herr Lichti kann dann noch sprechen. Die Zwischenfrage wird nicht zugelassen. Trotz der nicht immer einfachen Situation im Dienst mit Überstunden und mangelhafter Ausrüstung ist es nicht zuletzt Ihr Verdienst, dass die Kriminalität 2009 insgesamt auf den niedrigsten Stand seit 1993 gesunken ist. Sachsen gehört statistisch gesehen zu den sichersten Bundesländern und das verdanken wir unseren Polizeibeamten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Herr Lichti, Sie haben dann gleich die Möglichkeit, was zu sagen. Als nächste Rednerin für die Fraktion.